Hey, wenn man sich die anderen Videos auf diesem Kanal anschaut, wird jedem eigentlich schnell klar, dass dieses hier etwas anders ist als die bisherigen. Naja, und ich klinge auch nicht wirklich nach einem Christian, oder? Das Ganze sieht so aus. Christian Allner ist durch verschiedene Projekte sowie Podcasts, Seminare und Webinare zeitlich stark in Anspruch genommen worden. Und irgendwann braucht ein Mensch ja auch mal Freizeit für seine Freunde und Familie. Also hat er sich überlegt, dass er seine beiden Praktikanten einfach auf den YouTube-Kanal ansetzt. Und diese beiden wären dann Jan, welcher sich nur im Hintergrund aufhalten wird, als sich nebenbei mit Instagram beschäftigt. Und ich. Mich werdet ihr in fast jedem Video hier sehen, da, wie gesagt, ich jetzt für den Kanal zuständig bin. Zu meiner Person. Ich heiße Pia und bin 18 Jahre alt und ab März nächsten Jahres würde ich gern in Halle an der Saale VR und Multimedia Design studieren. Das Problem damit ist jedoch, dass man für dieses Studium ein zweimonatiges Praktikum im Bereich Multimedia absolviert haben muss. Und das habe ich nicht. Wer jetzt einmal auf die Uhr schaut oder auf den Kalender, der wird mitbekommen, dass wir bereits Dezember haben und naja, meine Zeit langsam ziemlich knapp geworden ist. Ja, darum bin ich sehr dankbar dafür, dass Christian Allner mir die Gelegenheit gegeben hat, noch schnell dieses Praktikum hinter mich zu bringen, obwohl er gar keinen Praktikanten mehr gesucht hat. Naja, aber jetzt zurück zum Thema. Die Frage ist ja jetzt, was wird sich an diesem Kanal verändern? Werde ich jetzt die Podcasts leiten? Mit wem werde ich sie leiten und worüber will ich reden? Nun, naja, eigentlich ist das nicht so. Es wird also bleiben, wie es ist, nur dass ich euch die Podcasts von der Webseite der Seminar in kleine mundgerechte Stücke zusammenfassen werde. Naja, und nebenbei werde ich noch ein paar Spaßformate und anderes lockeres Zeug hier einführen, aber ich weiß noch nicht genau was, aber ihr könnt ja gespannt sein. Da ich nebenbei noch Zeichenaufträge und private Projekte habe, werden die Videos in einem wöchigen bis zweiwöchigen Rhythmus kommen. Da dieses hier allerdings nur zur Aufklärung dient, wird das nächste Video schon in naher Zukunft, in ein paar Tagen kommen. Und es befasst sich mit dem Podcast zu Emotionen im Internet, welcher ja schon bei Online-Geister online gegangen ist. Nun, das war's dann erstmal von mir.